Der Aufbau, erkläre ich den eigentlich schon mal, ist eigentlich relativ idiotensicher. Wir haben die drei Räume hier als Spalten mit nach rechts hin absteigendem Fassungsvermögen. Wieso? Genau, ich sprach von drei Räumen. Jetzt wäre die exakte Frage gewesen, und was ist mit der vierten Spalte? Die vierte Spalte heißt frei. Dort könnt ihr jetzt gleich Zettel unterbringen, die keinen Raum benötigen, wie beispielsweise draußen im Raucherhof oder irgendwo auf den Fluren oder wo auch immer ihr euch noch austoben möchtet. Ansonsten haben wir hier vier Zeitslots in der Vertikalen. Dazwischen, seht ihr, befinden sich Pausen, die wir jetzt nicht nochmal groß extra eingemalt haben. Das heißt, es gibt zwischen den 45-Minuten-Slots noch 15 Minuten Pausen, sodass wir also insgesamt einstündige Blöcke haben. Wir werden, das haben wir letztes Mal schon angefangen und werden es dieses Mal noch stärker forcieren, wirklich darauf achten, dass die 45 Minuten auch eingehalten werden. Deswegen musste Ralf seinen Session, die er genannt hatte, in 60 Minuten auch noch in 45 Minuten umbenennen. Ja, das wird knifflig. Aber mal sehen. Ansonsten ist es, glaube ich, einigermaßen selbsterklärend. Wir haben ein bisschen Spielregeln dieses Mal noch für euch mitgebracht. Und zwar hatte ich das schon vorhin angedeutet, wir hätten gerne das, also ihr könnt das selber hängen, wie ihr möchtet. Allerdings möchten wir euch auch darum bitten, oder wir würden es euch freundlichst nahelegen, dass ihr darauf achtet, dass wenn schon zwei Technik-Talks in einer Reihe sind, dass ihr dann vielleicht nicht noch den dritten hinhängt zu einer Zeit, sondern dass ihr das dann zu einer anderen Zeit hängt. Ziel soll sein, dass pro Zeitslot mindestens ein inhaltlicher sozusagen Vortrag oder eine Session da ist, sodass jemand, der sich für das eher interessiert, quasi die drei Tage rumbringen kann, indem er sich einfach nur inhaltliche Sachen anguckt und um Technik einen großen Bogen macht. Wenn wir das erreichen, sind wir total zufrieden und da seid ihr jetzt einfach auch gefragt, entsprechend mitzumachen. Und ansonsten, ja, die Zeit hast du schon gesagt. Wir legen jetzt einfach los. Genau, dann stellt euch an. Oder kommt nach vorne, wie auch immer. Nach vorne, kurz auf die Bühne, bildet eine Reihe und redet in diesem Mikrofon und sucht euch einen Slot aus. Genau, achtet vielleicht ein bisschen drauf, wenn ihr schon... Wie kleben wir die eigentlich? Da sind Magnete. Ah, okay. Oh. Ah. Und da sind teure Mikrofone, die ich durch die Gegend schmeiße mit Magneten. Okay, wir reichen mal das Mikro weiter. Martin, kommst du als erstes? Der Martin hat gerade ein gutes Argument. Wenn ihr mehrere Zettel in der Hand haltet, müsst ihr euch, nachdem ihr den ersten angepinnt habt, wieder hinten anstellen. Ja, also nicht alles jetzt zuballern hier, weil Martin hat hier, oh mein Gott, sind das viele Zettel. So, leg los. Wir haben auch zwei Tage, Martin. Genau, also wir fangen mit was Inhaltlichem an. Und zwar haben die Tine und der Christian und ich alle so ein bisschen das ähnliche Thema: Interview, Gesprächsführung, verschiedene Erzähltheorien, wie man so einen Podcast inhaltlich machen kann, weil viele halt vom Gespräch oder vom Interview her kommen. Und wir würden da vielleicht auch zwei was anbieten können an zwei Tagen. Und wir würden einfach mal einsteigen, indem wir euch fragen, was ihr so macht, was eure Vorstellungen sind, und haben das mal überschrieben mit das Interview. Planung, Umsetzung und Varianten unseres liebsten Podcast-Formats mit einer Öffnung zu weiteren Gesprächsformaten. Da gibt es da Interesse, außer denen, die jetzt hier noch sich schon eingetragen haben. Ich glaube, das kannst du aber in einem großen Raum machen. Also da war ja schon sehr viel Interesse da. Ja, dann machen wir das. Alphabet oder Mosaik, das tut sich, glaube ich, nicht so viel vom Fassungsvermögen her. Mhm. Vielen Dank und nach hinten. Ja, ich wollte eigentlich dieses Jahr Platz für andere machen. Ich wurde aber jetzt schon von mindestens zwei Leuten angesprochen zum Thema Sprechen. Ich habe die letzten beiden Workshops jeweils diese Session gemacht und das ist auch eigentlich im Wesentlichen dieselbe. Das heißt, jemand, der die schon bei mir mitgemacht hat, bräuchte dann nicht nochmal rein. Ihr werdet nichts Neues lernen. Aber da sich eben so viele Neuen gerade auf der Seite gemeldet haben, würde ich jetzt mal fragen, wer hat denn Interesse daran? Also es geht wirklich um Sprechen, um Sprache, okay. Ist das noch Synkope oder ist das schon Alphabet? Nee, das ist noch Synkope, wenn das reicht. Alphabet wird das schon füllen, da bin ich zuversichtlich. Kann ich nochmal um Meldung bitten, weil so der kleine Raum wäre mir lieber, weil der ist ruhiger. Ja, aber nicht mehr, wenn so viele Leute drin sind. Ja, okay, ich gehe. Sehr gut. Da wirst du sonst auch ein Wärmeproblem bekommen. Bei mir ist so ein bisschen eine Mischung aus Technik und allgemein. Mir geht es darum, wie kommuniziert ihr als Podcaster mit euren Hörern? Wie können die Hörer mit euch interagieren?
Eine Mischung aus, wie wollt ihr mit ihnen reden? Wie soll das kommuniziert werden? Und die technische Lösung, wie setzt man das dann tatsächlich um? Muss aber nicht so arg technisch sein, weil das können dann die Techniker unter sich ausmachen. Wen interessiert's? Ja, das ist auch schon durchaus ein mittlerer. Dann kann ich mich hier hin. Danke. So, ich werde kurz über die, oder kurz, 45 Minuten, über unsere Multitrack-Algorithmen sprechen. Und zwar einerseits für Leute, die das noch nicht kennen, was das ist und dass man es ausprobieren kann. Mehr so Workshop-Charakter. Dann, wie man die ganzen Workflows noch verbessern kann. Also wo man das integrieren kann, wie man das wo integrieren kann. Das ist wahrscheinlich ein bisschen technisch, aber nicht wirklich technisch. Und dann möchte ich noch wir werden jetzt gleich so eine Desktop-Version von diesem Ding veröffentlichen. Und das möchte ich auch vorstellen und zeigen. Und vielleicht will das wer testen und kann Vorschläge geben. Also jetzt haben sich da schon einige Leute eingetragen, ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Ja, nochmal Handzeichen, wer sich noch nicht eingetragen hatte und wen das jetzt aber restlos überzeugt hat. Ja, ist auch auf jeden Fall... Ganz kurz ein Hinweis, das haben wir vorhin vergessen noch. Mosaik wird hier nicht die Mikrofonie und den Beamer haben. Deswegen, wenn ihr was habt, was eher nicht zum Zeigen, sondern eher konzeptuell ist... Ja, Beamer wäre natürlich schon... Also aber gegen den Beamer spricht eigentlich nichts, ne? Nur halt kein Ton. Also ihr würdet hier vorne einen Stuhlkreis haben. Ihr müsst hier stumm euch verständigen. Ja, was heißt stumm? Also. Nein, ich glaube, Ton braucht man keinen, das ist ja egal. Also Beamer hast du hier aber keinen Ton mit Mikros, ne? Sondern das ist nur perfekt. Ja. Da gehe ich einfach da irgendwo her. Sag mal. Ja, ich habe hier ein Thema im Prinzip eingereicht, das habe ich genannt Podcast-Produktion mit in Open Source. Ich habe jetzt das böse Wort Linux jetzt nicht draufstehen. Also das soll im Prinzip ein Hands-on-Workshop sein. Ich würde den auch gern im kleinen Raum machen, weil also ich will da keinen Vortrag halten, sondern ich will also mit Leuten, die, also ich habe selbst ein bisschen Technik dabei und es wäre schön, wenn Leute irgendwie auch irgendwie ihre Rechner, ihre Technik dabei hätten, dass wir einfach dort ausprobieren und einen Erfahrungsaustausch betreiben könnte. Da geht es vor allem um, wie produziere ich Podcasts unter Linux, wie nehme ich auf, wie ist das mit Hardware-Unterstützung und dann auch so Sachen wie, wie baue ich einen Winke-Pinguin? Du musst noch hinhängen, Johannes. Wann machst du? Das wird 14.15 Uhr in Synkope morgen, ja? So, ich bin der den Rahmen sprengt und keinen Raum möchte. Ich habe morgen so um die Mittagszeit einen Vortrag zum Thema, warum ihr als Podcaster unbedingt Fotografie braucht und möchte euch dann in der Session morgen so einen kleinen Foto-Workshop geben und zwar zum Thema das perfekte Episodenbild und das Ganze mit Smartphones, das heißt ohne dicke, fette Kameras und dazu gehen wir raus. Und den werde ich auch hier auf den letzten Slot legen, weil das Licht besser ist. Wer hat Interesse? Das ist draußen gut angebracht, ja. Danke, ich glaube, das wird cool. Hier. Ja, ich würde ganz gerne einen Slot belegen zum Thema wissenschaftliche Podcasts oder Podcasts mit wissenschaftlichen Inhalten allgemein. Und zwar würde ich mich da ganz gerne mit euch austauschen zum Thema, wie transferiere ich überhaupt Wissen? Also wie kriege ich es hin, zum Beispiel einen relativ komplizierten Sachverhalt runterzubrechen, das ihn jeder nachvollziehen kann? Und ich habe jetzt gerade gehört, so ein paar sind auch dabei, die Wissenschaftspodcasts hören, ein paar, die es produzieren. Richtet sich eigentlich an beide, also an diejenigen, die es produzieren halt. Wie wird das aktiv gemacht? Also wie kriegt man das hin? Ja, wie kann man es runterbrechen? Und an diejenigen, die die Podcasts dann später hören, was erwartet ihr? Was ist sozusagen das Level, was man erreichen muss, damit das jeder verstehen kann? Ja, also wenn ihr da so ein Beispiel habt, beispielsweise seid ihr gerne auch eingeladen, sich da anzuschließen und halt vielleicht da noch ein bisschen beitragen zu können. Ich weiß nicht, gibt's da überhaupt Interesse, weil die Session ist. Oh, okay, ja, gut. Ich weiß nicht, welchen. Also wie gesagt, Mosaik kannst du dir so groß halten, wie du möchtest. Alphabet hat so 50 Leute. Kann auch dann
Ja, ich wollte mich um einen Slot, aber nicht um einen Raum bewerben, also mehr so um die rechte Spalte, denn was ich anzubieten habe, ist im Grunde komplett unseriös. Der damals TM-Podcast geht ja um Dinge, die halt früher so waren, wie sie waren, und deswegen sind Dinge heute so, wie sie sind, oder auch wie Opa richtig vom Krieg erzählt. Und die Sendung morgen, die so oder so stattfinden wird, steht unter dem Motto, wir hatten ja nichts. Und falls jemand von euch, der schon mal Podcast mitmacht oder noch keinen macht und mal wissen will, wie das ist, in einem Podcast mitzumachen, also wenn ihr das wollt, dann guckt bitte heute Abend irgendwann nochmal auf YouTube Monty Pythons Vorbild We Were So Pure oder So Poor eigentlich. Es gibt auch morgen Alkohol, es muss. Und wer also Stories hat, wie das damals so war, als wir nichts hatten und trotzdem und so, der ist herzlich eingeladen. In irgendeiner Ecke, in der Lunch oder so, werden wir mit dem Aufnahmegerät sitzen und alles, was da rauskommt, wird gnadenlos versendet. Ja, also die Idee ist es, ein Einsteiger-Podcast, ein Einsteiger-Workshop zu machen. Es sind ja sehr viele neue Leute da. Und ja, die Idee ist, Leute abzuholen, die noch keinen Podcast machen, die Idee haben, Podcast zu machen, oder die gerade angefangen haben, Podcast zu machen. Also es soll gehen um die Planung des Podcasts, also Konzept, Formate, Logo, was es so alles braucht, um einen Podcast zu starten. Und dann eben auch um Basic-Technik und Basic-Workflow. Gibt es da Interesse? Das könnte Synkope sein. Wenn es dabei bleibt, ja. So, wir hatten ja nichts. Erinnert mich dran an meine Schulzeit. Immer kniehoch Schnee, hin bergauf, zurück bergauf, und abends gab es dann immer nur eine Gurke. So war das früher. So, ich fange mal mit einem Thema an. Ihr kennt es sicherlich alle, zumindest weiß ich das aus vielen Gesprächen, Vorbereitung eines Podcasts. Ne, es kommt irgendwann der Tag X, die Sendung steht an, man schaut in den Themenplan rein, sofern man überhaupt einen hat, und stellt fest, ui, da steht überhaupt nichts drin. So ist es uns auch regelmäßig gegangen zu viert, und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie ändern, und haben, denke ich, ein paar ganz interessante Workflows entwickelt, wie wir es vier, wie wir alle im Beruf stehen und auch viel zu tun haben, es dennoch schaffen, nebenher die Themen einzusammeln, zu strukturieren, die dann ordentlich an den Start zu bringen und die dann sogar noch helfen, die ganze Postproduktion deutlich zu beschleunigen. Also man kann unheimlich viel Zeit damit sparen. Mit Hilfe von ein paar Tools, das ist relativ simpel. Ich bräuchte nur einen Beamer dazu. Interesse, ich leite jetzt hier mal etwa 20 ab. Ist außer denjenigen, die sich hier eingetragen haben, noch jemand dabei, den dieses Thema interessiert? Ja, doch einige. Dann, wo haben wir denn einen Beamer? Überall, aber nimm mal am besten Alphabet, das ist für die Alphabet, gut. Ja, dann fällt die Wahl nicht schwer. So, da wir jetzt schon einmal rum sind. Wir haben keine Magneten mehr. Doch, da oben. Einen ganzen Zoo. Ein Klassiker von mir, das Ultraschall-Wunschkonzert. Das heißt also an alle, die Ultraschall schon nutzen oder nutzen wollen und an der zukünftigen Entwicklung teilhaben wollen. Was sind Features, die immer noch fehlen, die anders müssen, die doof sind? Wie auch immer, darüber wird in lockerer, entspannter Runde geredet. Nach der bisherigen Umfrage interessiert das exakt niemand. Gibt es noch irgendjemand? Dann bitte mal Handzeichen. Okay, dann sind doch noch ein paar dazu gekommen. Sieht aber doch eher nach Synkope aus. Letztes Mal war es auch sehr ergiebig, dass es ein kleiner Raum war. Ich erzähle hinterher noch, warum. 17:15 Slot. Genau. Dann nehmen wir meinen letzten. Ja. Ralf hat sich vorgedrängelt. Henning das, darf das zuerst. Das ist überhaupt nicht. Achso. Henning. Ja, der darf mich da auch wieder wegnehmen. Ist noch ein Technik-Slot frei eigentlich. Also ich wollte was anbieten zu HTTPS und Podcasts. Als ich den Resonator aufgesetzt habe, habe ich ganz blauäugig gedacht, wir machen das mal per HTTPS, weil das einfach besser ist, und Snowden und so.
Und dann ist da einiges in die Hose gegangen, davon wollte ich euch berichten und vielleicht können wir darüber sprechen. Und ich wollte euch fragen, wie ihr euch eigentlich in eure WordPressen einloggt, ob ihr da sowohl HTTPS habt als auch nicht oder ob ihr immer hofft, dass keiner euer Passwort mitliest. Habt ihr Interesse an HTTPS und Podcasts? Ich habe nicht aufgepasst bei der Raumgröße, weil ich andere Dinge hatte. Synkope ist der kleinste. Okay. Da haben wir jetzt eigentlich die Restriktion, dass auf der Linie schon zwei Technikvorträge sind. Wir können mal ganz kurz. Also der ist ja flexibel, der Mosaik. Also von daher. Ja, du kannst auch Mosaik nehmen. Ist das der riesige hier? Ja, aber den macht man sich dann lauschen. Okay. Mhm. Martin? Ja, in Vertretung beziehungsweise mit Vertretung von Michael Kummet hatte ich noch den Vorschlag, dass man verschiedene Mikrofontypen ausprobiert und Empfehlungen für den optimalen Einsatz derselben gibt. Wir würden das dann auch versuchen aufzunehmen und dann quasi so als Audioprotokoll mit einer Ansage, wir haben jetzt gerade dieses Mikrofon ausprobiert und sind 2 Meter vom Mikrofon weg, das quasi zu protokollieren. Ist jetzt ein bisschen Technik, gäbe es da Interesse, Mikrofone auszuprobieren? Ja, wo muss man das jetzt hinhängen? Würde sich ja eigentlich vielleicht der Mosaik anbieten, weil ihr vielleicht nicht unbedingt einen Beamer braucht dazu oder sonstiges. Sie brauchen natürlich eine relativ gute Akustik. Das heißt also, dafür wäre es hier wahrscheinlich zu hallig und zu groß. Also kann man es irgendwann Gang machen? Oder? Nee, Synkope wäre eigentlich der Beste dafür. Aber dafür ist zu viele Leute, glaube ich. Also nochmal melden bitte kurz. Na, wird schon eng, ne? Kann man da Tische rausräumen und also... Da ist nur ein Tisch. Ist nur ein Tisch. Ja. Nee, da saßt ihr in Alphabet. Alphabet. Auch? Ihr hattet beide Räume? Achso, dann hänge ich doch. Ja, okay. Das wird gehen. Okay. Ja. Sven sagt, Synkope geht. Geht das auch inhaltlich dann? Ja, muss ja. Science Put. Ja, das ist. Wenn sowieso nicht mehr viel kommt, dann ja. Ich habe hier noch einen Request, den würde ich mal vorlesen, damit auch alle wissen, ob sich da vielleicht jemand zuordnen kann. Podcast mit iOS, das hat Manuel angefragt und das war der nette Herr, der vorhin das auch mit dem leichten Gepäck erzählte, richtig? Er nickt, habe ich mir gemerkt. Und ich glaube, Max Snyder, du warst derjenige, du könntest sowas vielleicht ja anbieten. Wer hatte denn da noch Interesse an dem Thema? Ja. Ist nicht ganz so viel. Vielleicht könntet ihr euch so in der Lounge zusammenfinden. Es würde ja vielleicht auch zum so eher so Reiseatmosphäre und leichtes Gepäck. Auf der anderen Seite, wenn ist irgendjemand jetzt noch nicht versorgt, ansonsten können die auch in Mosaik rein. Also ist dann noch das genau wäre meine nächste Frage. Also sind nämlich hängen noch sehr viele Vorschläge draußen an der Wand für Sonntag. Mein Hinweis an dieser Stelle, wir haben einen Zeitslot weniger für das Sonntag. Das habe ich denen schon gesagt, sie wollten nicht also, hören. Also wenn noch jemand jetzt sich doch überlegt, seinen Workshop morgen zu machen. Christian, ich weiß, du hattest noch einen zweiten, vielleicht. Oder Tim, aus der Tiefe des Raumes. Was war die Frage? Es ist ein Slot zu vergeben noch für morgen, Mosaik mit Beamer. Ja, also es gab wohl auch durchaus Interesse, so eine allgemeine Session zu machen zum Podlove Publisher. Also quasi Fragen beantworten zum Aufsetzen, Podlove Publisher, zum aktuellen Zustand, im Prinzip so eine interaktive Fragerunde. Das wäre aber schon, wäre es ganz gut, wenn ich da einen Beamer hätte. Das ist also eher so ein Alphabetkandidat. Jetzt auch in Abhängigkeit vom Zuspruch. Andere Problem ist, dass gerade die Meta-Ebene Schrott ist und ich gerade gar nicht weiß, ob die morgen schon wieder läuft. Aber man könnte es schon mal einpreisen. Also wenn du mich irgendwie noch in Alphabet reinschiebst. Hier muss ich auch. Wen würde denn, also Podlove Publisher, Setup, Fragen, gar nicht so viele. Doch, vielleicht traut euch. Könntet ihr euch auch in so einen Hacktisch zusammensetzen, so einen großen? Ja. Ohne Beamer, Beamer macht das irgendwie wirklich herzlich wenig Sinn. Da rede ich, Aber Stuhlkreis hier vor der Bühne mit Beamer, das wär's doch, oder? Mhm. Wir haben noch einen, der hängt doch da. Beamer haben wir, das ist nicht das Ding.
Weil da ist noch genau ein Slot frei. 17:15 Uhr. Wird er sich entscheiden? Ja, ich kann ihn da erstmal hinhängen. Mit wem müsste ich dann noch? Du hast auch noch den Sonntag. Was? Du hast auch noch den Sonntag. Ja, Sonntag wollte ich dann noch eine zweite Session machen, aber mehr als eine pro Tag mache ich nicht. Nur hängen erstmal hin. Ja, womit? Den Magneten, so, Magneten oben links in der Ecke. Da oben, den modernen. Okay, nochmal zurück auf das Podcast mit iOS. Wann wollt ihr denn? nein. Dennis dieses baut Anspruchsdenken hier. Wir bauen eine digitale Version davon. Das heißt, also sie landen dann auch alle Aber die wollen ja wissen, wann sie sich hier einweisen. Naja, also frei ist ja frei. Also es ihr könntet euch jetzt hier irgendwo verorten. Also es können auch mehrere Freie parallel laufen. Ja wobei hier der liebe Stefan wollte ja auch gerne die Lounge haben dafür. Also von daher. Die wird es auch am Sonntag geben. Das wird Sonntag nicht besser werden. Das kann man schon sagen. Aber naja. Dazwischen. Okay. Hänge ich euch mal hier als erstes hin? Oder warst du ein Linux-Mensch? Gut. Okay. Dann hätten wir die Planung für morgen jetzt soweit erstmal da. Wenn sich irgendwas daran ändern sollte, wenn ihr irgendwie sagt, nee, ich kann da nicht oder was auch immer, bitte uns ansprechen, dass wir es dann möglichst schnell aktualisieren können. Wir überführen das Ganze jetzt in den Frapp, die URL hattet ihr ja vorhin und sie ist auch schon irgendwie rumgetweetet worden, wo man also nochmal das Ganze in leserlich nachgucken kann. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wäre das eigentlich der To-Do. Ich habe noch ein Anliegen. Wenn ich so ein bisschen Linux und Podcasten mich lustig mache, ich bin selber Linux-Nutzer. Also. Gut, so. Dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt eigentlich in der Zeit liegen. Doch, alles gar nicht so schlecht. Wann geht der hier los? 18:30 Uhr? Das ist eine super Truppe. Oder 18:45 Uhr? Man sieht das leider in dem View überhaupt nicht. 18:30 Uhr, glaube ich, hatten wir da gesagt. Ja, Tim, bist du soweit dann bald? Dein Vortrag? Der soll wann sein? Der geht 18:45 Uhr. Dann haben wir jetzt ein halbes Stündchen Pause, das ist doch auch gut. Nein, die Workshops zeichnen wir nicht auf. Wir haben wirklich gesagt, wir machen nur die Vorträge, weil alles andere wäre auch technisch nicht mehr vom Aufwand her zu rechtfertigen. Okay, da gibt's noch, Martin, eine Frage. Bis morgen früh. Nein. Auch ein Hinweis, wir werden dann so langsam, also wir können jetzt diese Pause wunderbar nutzen eigentlich, um die Alkoholvorräte langsam nach hier vorne zu bringen. Oh, und, ja. Also ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Es wäre schön, wenn irgendwie so 2-3 Leute mit anfassen können, vielleicht auch 4-5. Dann geht das schneller und ihr kommt zu eurem Bier und ja. Okay, ansonsten hatten wir die Pause von eben ja eigentlich schon. Egal, das wird kein guter Satz mehr. Wir treffen uns wieder um 18:45 Uhr zur großen Potlove State of the Union Keynote hier in diesem Saale.